So wird 2021 tatsächlich dein erfolgreichstes Jahr. Dafür würde ich gerne sorgen. Ich meine, die Arbeit muss am Ende du machen, aber vielleicht kann ich dir ein, zwei Impulse geben. Und da würde ich gerne mit dir drüber sprechen. Let's go! Ja, wir haben ja jetzt Anfang des Jahres, ich weiß nicht genau, wann du dieses Video schaust, aber wir haben jetzt gerade Anfang 2021 und so ein neues Jahr ist ja auch immer wieder, kennst du dieses Sprichwort, wie so ein Buch mit weißen Seiten, was jetzt vor dir liegt und was du füllen kannst. Und vielleicht hast du dir ja auch ein paar schöne Neujahrsvorsätze gemacht, wo du sagst, Mensch, ich habe Ziele dieses Jahr, da möchte ich gerne dran arbeiten. Hast das vielleicht auch unterteilt in deine berufliche Karrierewelt, vielleicht aber auch in das Persönliche, das persönlich ganz unterteilen in Beziehungen, in Sozial, in Sinn, in Liebe, wie auch immer. Und es ist jetzt an dir. Und egal, ob jetzt Anfang des Jahres ist oder nicht, heute beginnt der Rest deines Lebens. Und das ist ja eigentlich eine gute Nachricht im Sinne von, wann ist der richtige Moment zu starten und Dinge so zu ändern, dass das Leben für den Rest so verläuft, wie du es dir wünschst? Jetzt. Immer jetzt. Von daher, gute Nachricht. Ciao. Das Erste, worüber ich mit dir sprechen möchte, sind Kleinigkeiten. Denn schon Kleinigkeiten können Gift für deinen Erfolg sein. Tatsächlich, wenn du dir was vornimmst und hast ein Idealbild und sagst, nimm mal das Thema Körper. Und du sagst schon mal, ich möchte gerne, ich sag jetzt mal, x Kilo abnehmen oder ich möchte gerne eine Kleidergröße weniger haben oder ich möchte gerne wie folgt aussehen. Im Bikini möchte ich so aussehen, dass die anderen nicht anfangen zu lachen. Wenn du eine Frau bist, wenn du ein Mann bist, fangen die anderen an zu lachen. Oder in der Badehose will ich einfach top aussehen. Gerne, was du für ein Ziel hast. Dann ist die erste Message von dir, achte mal auf Kleinigkeiten. Achte mal auf Kleinigkeiten, denn Kleinigkeiten, die du aber regelmäßig machst und die alle für sich genommen nicht schlimm sind, aber in Summe sehr wohl schlimm sind, ruinieren deinen Erfolg. Schau mal, es gibt jemanden, der ist einer der erfolgreichsten Erfolgsphilosophen unserer Zeit gewesen. Der ist leider auch gerade tot, Jim Rohn. Und Jim Rohn hat mal auf die Frage, Jim Rohn, was ist denn Erfolg oder wie wird man erfolgreich, geantwortet, sagt er, ich sage es mal erst auf Englisch, sagt er ganz einfach, es sind a few simple disciplines practiced every day. Also ein paar kleine Disziplinübungen, die du aber jeden Tag machst, die führen langfristig zum Erfolg. Und wie er das meinte, er gab dann auch noch ein Beispiel, das ist ganz einfach, er sagte, schau, nimm doch mal einen Apfel. Ein Apfel, glaube ich, sind wir uns einig, ist gut. Der ist gut für uns. Und er sagt, du kennst diesen Satz, an apple a day keeps the doctor away. Also iss doch einfach jeden Tag einen Apfel, wenn du weißt, es ist gut für dich. Der Punkt ist nur, es ist gar nicht so einfach, jeden Tag einen Apfel zu essen. Und sich zu disziplinieren, das wirklich jeden Tag zu machen. Aber er sagt, schau mal, jeden Tag stehen wir ja alle vor der Frage, nehmen wir den, wie mache ich denn, den Apfel mache ich mal rot. Jeden Tag stehen wir vor der Frage, nehmen wir den Apfel, wie sieht das aus hier? Der ist ja irgendwie so, ja, ein Apfel. Oder nehmen wir, sieht aus wie eine Kirsche, ne? Aber es ist ein Apfel gemeint. Nehmen wir den Apfel oder nehmen wir ein Marsriegel. Marsriegel sieht ja irgendwie so aus, ne? Marsriegel, sehr, sehr lecker. Oder Snickers, mir völlig egal. Du stehst doch, und wir alle stehen jeden Tag vor der Frage, entscheiden wir uns jetzt heute für den Apfel oder entscheiden wir uns für das Snickers oder für den Marsriegel? Wir sind uns einig, wenn du heute ein Snickers oder Marsriegel isst, kein Problem. Es wird nicht dazu führen, dass du morgen auf einmal dick und hässlich bist. Wenn du nun aber dich morgen auch wieder für den Marsriegel und den Snickers entscheidest und übermorgen auch und überübermorgen auch und das jeden Tag für die nächsten 6 Monate, dann wirst du eine Entwicklung sehen, die wahrscheinlich gar nicht so richtig gut ist. Wohingegen, wenn du dich jeden Tag für den Apfel entscheidest, auch eine simple Kleinigkeit, isst du heute einen Apfel, wirst du nicht morgen auf einmal der gesündeste Mensch der Welt sein und gefeit vor Krankheiten. Das ist ja Quatsch. Aber wenn du jetzt
für den Rest des Jahres jeden Tag einen Apfel isst, wird das massiven Einfluss auf dein Immunsystem haben. Das bedeutet also, Kleinigkeiten haben heute vielleicht noch gar keinen Effekt, wenn du heute damit anfängst. Aber die Frage, wenn du dich für den Apfel entscheidest, bedeutet, deine Kurve zeigt nach dahin. Versus, wenn du dich für das Snickers oder den Marsriegel entscheidest, zeigt deine Kurve am Ende des Jahres von der Tendenz her eher dahin. Das hier ist normal Null, da bist du jetzt. Wenn du dich verbessern möchtest, in welchem Bereich auch immer, ja, ob das jetzt Körper ist, ob das mental ist, ob das Geld ist, ob das Business-Erfolg ist, was auch immer, dann gibt es ja die Frage, okay, das ist dein Status Quo, du willst dich verbessern. Und dann gibt es vielleicht Kleinigkeiten, die du machen kannst, die nach 1, 2, 3, 4 Monaten nach wie vor dich irgendwie denken, dass, oh Mann, passiert doch nichts. Aber wenn du das mal extrapolierst und über einen richtig langen Zeitraum machst, merkst du auf einmal, oh hoppla, das führt mich ja doch sehr wohl in Richtung Erfolg. Das Gleiche gilt aber auch im Negativen. Kleinigkeiten wie der Marsriegel oder Co., ich benutze das jetzt nur als Metapher, du kannst von mir aus gerne Mars essen, ist überhaupt kein Problem. Ich sage nur, ein paar kleine Disziplinübungen jeden Tag, Kleinigkeiten jeden Tag, führen zu langfristiger Verbesserung. Genauso aber wie ein paar kleine Undiszipliniertheiten jeden Tag führen zu Verschlechterung. Und das ist meine erste Message, Kleinigkeiten mal zu etablieren in deinem Leben. Und mein Tipp an dich ist, etablier doch positive Kleinigkeiten. Schau, du kennst doch vielleicht die Geschichte von dem Frosch in dem Topf. Du nimmst einen Frosch, ein bisschen gemein, mach das nicht als Beispiel. Ja? Du nimmst einen Frosch und hast einen Topf mit kochendem, richtig heißem Wasser. Und du nimmst jetzt diesen Frosch und schmeißt den da rein. Was wird der Frosch machen? Der hüpft aus dem Topf wieder raus. Weil er sagt, Alter, ich bin viel zu heiß. Zack, hüpft er wieder raus, überlebt. Super, ist vielleicht ein bisschen gemein, aber überlebt. Jetzt nimmst du einen Frosch und nimmst den, tust ihn so richtig ganz leicht lauwarmes Wasser. Und der Typ hängt da drin, der Frosch denkt sich, boah, super, das ist ja bequem hier, das ist ja schön. Und jetzt erhitzt du langsam das Wasser. Und es wird immer heißer und heißer und heißer und heißer und heißer. Was passiert? Der Frosch stirbt. Der verkocht. Wirklich, der stirbt ganz einfach. Tatsächlich. Und jetzt fragt man sich, okay, wer hat das wirklich mal rausgefunden? Aber irgendjemand hat es offenbar mal rausgefunden. Aber was ist die Moral von der Geschichte? Die Moral von der Geschichte ist genau das hier. Es wird langsam immer wärmer und wärmer und wärmer und wärmer. Am Ende steht der Tod des Froschs. Und deswegen überleg mal, wir als Mensch haben ja Gott sei Dank die Möglichkeit, unser Gehirn einzuschalten und zu merken, oh shit, das wird ja immer wärmer hier. Also im Sinne von, oh shit, diese negative Angewohnheit, die führt mich aber mittel- und langfristig echt von meinem Ziel weg, wo ich eigentlich hin will. Und das Letzte, was ich dir mit auf den Weg geben möchte, ist Folgendes. Schau mal, das hier ist deine Ausgangssituation. Da stehst du jetzt. Und jetzt hast du ja Ziele, du hast irgendwie einen Wunsch, wo du sagst, da möchtest du hinkommen, welchen Bereich auch immer in deinem Leben. Und jetzt kannst du so weitermachen wie bisher. Kannst du machen, wird aber nichts ändern. Bleibst bei der Ausgangssituation. Also solltest du Dinge ändern. Willst du andere Ergebnisse? Dann handle anders. Die meisten sagen, okay, weißt du was? Neujahrsvorsätze. Weißt du, heute ist der 1. Januar. Ich mache direkt Folgendes. Ich will ja hier oben hin. Hier will ich hin. Ja, sagen wir mal, hier ist der Zielpunkt. Den mache ich immer eben kurz mal hin. Hier ist der Zielpunkt. Hier will ich hin. Und die meisten sagen, ja, ich mache es so. Ich mache den Radikalweg. Ab heute gehe ich jeden Tag um 5 Uhr laufen, lese jeden Tag 2 Stunden im Buch und gehe auch noch 6 Stunden meditieren. Das heißt, die haben so eine Radikalabweichung von ihrem Ursprungskurs und sagen, ja cool, dann bin ich doch da. Das muss ich nur lange noch durchhalten und dann werde ich erfolgreich. Die Wahrheit ist aber, du wirst nicht durchhalten. Das ist nicht der Weg, wie es funktioniert. Der richtige und der gesunde Weg ist dieser hier. Wo du sagst, okay, nochmal, welche kleinen Dinge installierst du ab sofort in deinem Alltag? Das Geheimnis ist Routine und Wiederholung jeden Tag. Welche kleinen Dinge installierst du in deinem Alltag, die dich dann aber langfristig sicher und stabil zu deinem Ziel führen? Und deswegen will ich das hier nochmal kurz vervollständigen. Worum geht es? Es geht um kleine Dinge. Wirklich nur Kleinigkeiten. Mach dich bitte nicht verrückt und setz dich auch nicht zu sehr unter Druck. Wir sind alles nur Menschen, wir sind keine Maschinen. Du darfst dir Zeit lassen. Zu starten und unperfekt zu sein, ist immer noch besser als zu warten und nichts auf der Kette zu kriegen.
Also wenn du sagst, boah Mensch, ich möchte gerne mehr joggen, dann ist eine Runde besser, als sitzen zu bleiben auf der Couch. Und irgendwann schaffst du 2 Runden und dann schaffst du vielleicht noch mal 10 Runden und dann schaffst du vielleicht mal 10 Kilometer. Aber setz dich doch nicht zu sehr unter Druck. Nimm dir den Druck, weil sonst wirst du nicht durchhalten. Es geht also um Kleinigkeiten, um simple Dinge, die du aber, Achtung, jeden Tag machst. Jeden Tag und dadurch neue Gewohnheiten kreierst. Eine Gewohnheit kreierst du, indem du eine Sache 30 bis 60 Tage lang jeden Tag machst. Dann wird es zur Gewohnheit. Dann wirst du merken, oh, jetzt kann ich nicht mehr anders. Und das Schöne ist, du kannst jetzt die Entscheidung treffen. Du kannst jetzt nach diesem Video eine Sache machen, von der du dir vorgenommen hast, ey, cool, das wäre echt gut. Das wird mir helfen, zu meinem Ziel zu kommen. Und tja, das hier ist der falsche Weg. Das sind so die typischen Neujahrsvorsätze. Ab sofort trainiere ich jeden Tag. Und normalerweise siehst du ja am Anfang des Jahres, die Gyms, die Fitnessstudios sind voll. Und ab dem 1. und 15. Februar spätestens fängt es wieder an und wird weniger. Das ist klar, weil die Leute es nicht durchhalten. Deswegen, mein Appell an dich mit diesem Video war, dir erstens klar zu machen, es geht um Kleinigkeiten. Setz dich nicht unter Druck. Es sind nur Kleinigkeiten, die augenscheinlich keine Veränderung haben, aber auf die Dauer sehr wohl sehr starke Veränderungen nach sich ziehen. Und mein Tipp an dich ist, und das kannst du nach dem Video vielleicht mal machen, nimm dir doch ein weißes Blatt Papier und schreib mal auf, welche 3 Kleinigkeiten kannst du ab sofort umsetzen. Vielleicht ist es auch nur eine Kleinigkeit, die du umsetzt. Aber überleg dir, was sind die Hauptbereiche in meinem Leben, in deinem Leben, die du gerne optimieren möchtest. Das kann dein Körper, Gesundheit sein, Mindset sein, das kann das Thema Finanzen oder Karriere sein, das kann das Thema Beziehungen sein, was auch immer. Und mach andere Dinge, dann kriegst du andere Ergebnisse. Also was sind deine Äpfel, die du sozusagen ab sofort jeden Tag installierst? Ich wünsche dir, dass du die findest und ich wünsche dir dann die Kraft, das auch durchzuhalten und umzusetzen. Und ich würde sagen, wenn es das Thema Business ist, dann möchte ich dir direkt den ersten Apfel sozusagen geben. Und das ist eine Strategie-Session. Du und wir am Telefon 30 Minuten lang, das wäre mal eine neue Handlung, weil bislang hast du es wahrscheinlich noch nicht gemacht. Und der Vorteil davon ist, du kriegst 3 klare Anleitungen. Erstens, wie du deine Kundengewinnung maximal automatisieren kannst. Zweitens, wie du deine Leistungserbringung maximal automatisieren kannst. Und drittens, wie du sehr schnell sehr profitabel mit deinem Geschäft werden kannst oder mit dem Geschäft, das du erst noch aufbauen möchtest. Den Link dazu findest du hier unter dem Video. Klick einfach drauf, trag dich ein. Ansonsten hoffe ich, dir hat das Video gefallen. Gib mir mal bitte einen Daumen nach oben, würde mich sehr freuen. Abonniere hier diesen Kanal, klick auf die Glocke und schreib mir mal in die Kommentare, was sind deine Vorsätze für den Rest des Jahres. Bis dahin, ciao, dein Pascal.